So, die Tür ist zu. Ach, wie ich diese Bude hier liebe. Ja, mal aufpassen, dass ich hier nicht mich noch aufs Maul pack. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Zur ersten Fahrt mit diesem illustren Gespann. Ja, jetzt seht ihr ihn noch das erste Mal von innen. Nichts Besonderes. Ein bisschen gemütlich halt. Wie gesagt, ist nichts wirklich Besonderes. Auf geht's. So. Und das gute Gerät hat jetzt 340 Kilometer auf dem Tacho. Also noch nicht wirklich viel. Aber für uns heißt es jetzt, sich auf den Weg machen. Wenn wir hier gleich raus sind, kann ich euch auch den Tagesplan mal erzählen, was so heute alles ansteht. Erstmal vorsichtig hier raus. Na komm. Ja, ein bisschen Schwung holen hier. Biege nach links ab. Lässt du mich vor? Ja, ja, ein bisschen komisch, aber du lässt mich vor. Das kann jetzt interessant werden, hier abzubiegen. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und wie immer gilt, wer Ruckler findet, darf sie behalten. Auch wenn ich hier so ein bisschen was umgestellt habe. Gute Sotka hat da ein sehr interessantes Video gebracht. Und da habe ich schon mal so ein paar Sachen umgestellt. Ich hoffe ja mal, dass der LKW-Sound auch so passt. Weil das ist mit jedem neuen LKW immer so eine Sache, das dann mit dem Sound richtig hinzukriegen. Ich habe da aber eigentlich vorher schon mal getestet und da klang das alles ganz gut. Darum schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Beziehungsweise ihr schaut euch das an und sagt mir dann, ob das für euch so passt. Ich habe noch gar nicht erzählt, was hier für eine Maschine drin ist. Und zwar ist hier der 480 PS Motor drin. Damals bei SMT hatte ich ja den 520er drin. Und hier ist jetzt der 480er drin. Schauen wir mal, wie der sich so verhält. Und wir fahren heute
Von Dresden nach Erfurt, das habt ihr ja schon gelesen. Was ihr aber noch nicht wisst, dass wir dort zu einer Baustelle fahren. Und wenn wir an dieser Baustelle abgeladen haben, dann fahren wir zu IKEA, stellen da allerdings nur den Trailer ab, weil dann fahre ich zur Halle, weil ich habe in Erfurt noch so ein, zwei Kleinigkeiten zu erledigen. Und dann geht es morgen mit einer Ladung von Erfurt aus dann weiter. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wieder in einem Renault zu sitzen. Ich fühle mich irgendwie sofort wieder heimisch. Auch wenn Marian ja nicht so ganz begreifen konnte, dass ich ein Renault haben wollte. Aber irgendwie, ich mag das Ding. Mir macht das wirklich Spaß, das Ding zu fahren. Oh, es ist jetzt ziemlich trübe heute. Ich hoffe mal, das bleibt trocken. Bitte links halten. Weil ich würde schon gerne im Trocknen dort ankommen. Jetzt mit einem nagelneuen LKW, der frisch poliert ist und allen drum und dran, möchte ich jetzt nicht unbedingt auf eine Baustelle fahren. Also drückt mal die Daumen, dass es trocken bleibt. Und ihr seht es auch vorne, meine Leuchtschilder, die habe ich aus dem Bitte links halten. Scania mitgenommen. Habe auch die Mautgeräte vorne wieder alle schön drinne. Und für all diejenigen, die es interessiert, was wir fahren, wir fahren Kaminsysteme. Warum blinke ich hier eigentlich? Bin doch schon auf der Überholspur. Für die erste Fahrt ist es dann halt ein bisschen
eine kürzere Strecke. Aber was ich da in Dresden, sage ich schon, was ich in Erfurt noch zu erledigen habe, das ist wichtig. Und da passte mir das auch ganz gut, dass die Ladung bei IKEA dann auch erst morgen früh fertig ist, beziehungsweise heute im Laufe des Tages. Deswegen stelle ich den Auflieger da ab, dass sie mich im Zweifelsfall schon beladen können, dass ich da dann bloß den Auflieger abholen brauche. Und das riecht hier drin noch so alles so neu. Ich wünschte, man könnte diesen Geruch hier für immer behalten. Aber leider verfliegt er ja mit der Zeit. Chef hat sich jetzt ja auch entschlossen, bei welcher Marke er einen LKW kaufen will. Aber er hätte echt mal einen kleinen Tipp geben können, bei welcher Firma. Weil so hat er es jetzt einfach im Raum stehen lassen. Ohne irgendeinen kleinen Hinweis. Und der gute Lotz, der ist ja ganz fern der Heimat. Er ist auf irgendeiner Insel, die wohl irgendwie noch zu Frankreich gehört. Und treibt jetzt da sein Unwesen. Also ich bin mal gespannt, was da so alles passiert. Ich denke mal, da brauchen wir nicht lange warten, bis da irgendwas in die Nachrichten kommt. Außer er reißt sich echt zusammen und das Ganze geht da wirklich ohne irgendwelche Spirenzchen. Aber könnt ihr euch das bei Lotz vorstellen? Also ich glaube nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Wie ich heute Morgen den LKW aufgeschlossen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand erstmal eine ganze Weile noch davor und habe ihn mir einfach angeguckt. Und ich finde das einfach ein traumhaftes Fahrzeug. Klar scheiden sich da auch die Geister. Ich weiß, im Real Life kommt der Renault Range T nicht so gut an, weil einige Sachen halt ein bisschen doof angeordnet sind. Aber hier im Spiel liebe ich das Ding einfach. Ausfahrt rechts.
Vor allen Dingen ist bei dem Ding hier der Retarder auch richtig schön bissig, also. Das gefällt mir. Da drüben ist dann der nächste Kunde, nachdem wir abgeliefert haben. Weit haben wir es jetzt nicht mehr bis zur Baustelle. Aber es war schon ein bisschen ungewohnt, als ich in Dresden in die Halle reingekommen bin und da dann halt den schwarzen LKW gesehen habe, wenn man jetzt die ganze Zeit mit dem rot-weißen unterwegs war. Aber dennoch freue ich mich wie ein kleines Kind, dass ich dieses wunderbare Fahrzeug bekommen habe. Ja, und da oben mein Bildschirmschoner, der musste einfach sein. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe zu ändern. Ich muss dann noch den Route Advisor so einstellen, dass er, wenn ich ihn aus habe, auch ausbleibt. Ja, du ziehst doch auch noch, möchtest auch noch vorziehen? Nee? Okay. Ich dachte schon. Aber wir haben Glück, es ist trocken geblieben. Eben fragen, wo hier abgeladen werden soll. Und wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Also bis gleich. Jo, sehe ich dann genauso. Und ihr könnt jetzt hier eure Kamine bauen. Wie lange dauert das hier noch? Wisst ihr das schon? Seid gut in der Zeit, sagt sie. Boah, ich lasse mich überraschen. Ich denke mal, ich werde öfter hier mal vorbeifahren und mal gucken. Also, hau rein. Tschüss. So. Dann wollen wir hier noch mal eben mal gucken, hast alles zu, verriegelt, perfekt. So, mit O. Dann haben wir das hier schon mal erledigt. Dann geht es jetzt auf zum IKEA.
dich lassen wir noch vor. Das ging schneller als gedacht auf der Baustelle. Wir sind da mit dem Radlader mit Gabel angekommen und zack, waren die ganzen Sachen runter. Dann schnell Papiere noch alles gemacht. Also wenn sie eins hier in Erfurt genug haben, sind es Ampeln. Und davon haben sie mehr als genug. Und mal gucken. Eventuell, wenn die das heute noch bei IKEA hinkriegen, dass der Trailer heute noch beladen wird, dann kann ich vielleicht nachher noch ein Stück fahren, weil so lange dauert das jetzt hier in Erfurt auch nicht. Aber da kann ich ja gleich nochmal nachfragen, wenn ich da bin. Spielst du mit, Ampel? Du spielst mit. Du bist eine nette Ampel. Dafür du nicht. Das war mir so klar. Ich auch schon mal schlau gemacht, wo ich hier bei IKEA hin muss. Wollen wir dann gleich mal fragen, wo der Auflieger hin soll. Wenn die natürlich jetzt sagen, dass ich den da nicht stehen lassen kann und ich später wiederkommen soll, ja, dann nehme ich ihn halt mit zur Halle. Dann ist das halt so. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich kann ihn hier stehen lassen. Weil normalerweise war es eigentlich auch so abgemacht. Hier ist keiner, dann fahren wir aber mal ein Stückchen durch. Mahlzeit, ist Nors. Ich sollte hier eventuell den Auflieger stehen lassen können. Weißt du da irgendwas? Hinter dem. Okay, irgendeine bestimmte Rampe? Ist egal. Okay, dann stelle ich ihn da mal hin. Weißt du, ob das heute noch was wird? Kannst du nicht sagen. Okay. Ich lasse mich dann überraschen. Ich danke dir auf jeden Fall.
Jo. Dann wollen wir den Auflieger da mal hinstellen. So, dann wollen wir mal kurz hier den Onkel nochmal fragen. Mahlzeit. Ja, genau. Ich sollte den hier stehen lassen. Ja, genau. East North. Aber du sag mal, wie sieht denn das aus? Wenn ich, kann ich ihn jetzt so stehen lassen? Ach, ihr habt so ein kleines Muffi. Okay. Das ist perfekt. Ja, dann sattel ich jetzt ab und dann mache ich mich hier wieder vom Acker und ihr meldet euch, wenn alles fertig ist, oder wie? Perfekt. Jo, tschüss. Ja, dann wollen wir doch mal. Hier zwischen. Ja, das. Ja, Schläuche sind auch ab. Ja, perfekt. Dann heißt es für uns jetzt erstmal zur Halle. Vorsichtig unter raus. Herrlich, wie er zusammengezuckt ist. Ja, die Schranke hat die Geschwindigkeit aber auch nicht erfunden. Die Halle, die kennt ihr ja. Die habt ihr ja bei Marian schon gesehen. Wobei das Ding Halle zu nennen, finde ich auch schon. Naja. Aber was soll er sich da auch so ein Riesenteil hinstellen?
Ach, guck, ein Kollege. Zumindest ein. Alter, was stimmt mit dir denn nicht, ey? Junge, 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 jetzt sind wir warm. Ich brauche nicht so weit ausholen. Ich habe aktuell keinen Auflieger dran. Aber das ist schon so Macht der Gewohnheit. Und da ist das prachtvolle Gebäude. Wir stellen uns aber kurz draußen hin. Aber wie gesagt, was ich hier zu erledigen habe, geht eigentlich schnell. Und mit diesem Blick noch zumachen. Noch mit diesem Blick verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.